Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Bis jetzt läuft unser 100%-Run doch ganz gut, oder? Was passiert, wenn ich sterbe? Dann komme ich beim letzten Buch wieder raus. Glaube ich. Das sind immer so Bücher und dann kommt man bei denen wieder raus. Wenn man stirbt. Ist mir noch nicht passiert bis jetzt. Schauen wir mal. Behalten wir es danach. Nee, für den König passt hier nicht so gut dazu. Hier müssen wir irgendwie für Hogwarts oder für Dumbledore oder sowas müssen wir sagen. Oder für den Orden des Phönix. Irgend sowas müssen wir uns überlegen. Wie fand ich Silvester ohne Feuerwerk? Also da ich selber sowieso nie Feuerwerk abfackel, sondern da immer nur zuschaue, war das für mich persönlich jetzt nicht so dramatisch. Außerdem, es haben auch tatsächlich ziemlich, also in München, zumindest um 12 Uhr sind doch einige Raketen auch aufgestiegen. Also da hatten sich anscheinend einige was gegönnt. So, dann mal hier, geht's hier weiter? Ne, hier geht's nicht, ne, da ging bloß die Tür auf. Bin gerade verwirrt. Kann ich mit dem Tisch was machen? Nee. Für Gryffindor. Genau, für Gryffindor würde auch auf jeden Fall passen. Hätte auch ohne zu springen warten können. Ja, das stimmt. Das wäre im Nachhinein cleverer gewesen. Eigentlich wollte ich viermal springen, aber dann habe ich mir gedacht, nee. Oder fünfmal hätte ich dann, glaube ich, springen müssen. Das wäre mir dann doch zu viel gewesen. Ah, hier geht's weiter. Sehr gut, sehr gut. Aha, da wollten sie uns hier gleich an dem Top 4 vorbeischicken, aber nicht mit uns. So, hier waren wir noch nicht. Das ist neu. Oh, Hedwig ist im Anflug und hat Post für uns. Oder zumindest eine Schriftrolle. Vielleicht sind da auch nur die Architekturpläne von Hogwarts, wer weiß das schon. Harry, komm nicht zu spät zur Kräuterkunde-Unterricht. Ich warte am Eingang zum Gewächshaus. Wir sehen uns, Hermine. Okay, cool. Alles klar, Hermine. Hätte ich jetzt noch versuchen müssen, wieder die Frauenstimme zu machen wieder. Aber Hermine hat nicht so eine hohe Stimme. Das wäre sehr seltsam gewesen. Ja, meine Hand geht so. Geht so. Ich kann zumindest spielen, das ist das Wichtigste. Dass ich streamen kann. Ich habe echt den Schock bekommen. Ich dachte, ich könnte nicht streamen die Woche. Weil dann wäre mein Urlaub auf jeden Fall äußerst unentspannt gewesen. Weil einfach nur rumsitzen, das kann ich einfach nicht. Und dann fühle ich mich so unproduktiv. Das geht irgendwie nicht. So, wir haben eine neue Zaubererkarte gefunden. Wer bist du denn, Schönes? Ich würde sagen, wir haben sie eingesammelt, aber Spiel sagt noch nicht, wir müssen erst nochmal extra reinlaufen. Okay. So, dann gucken wir mal hier, was wir für eine schöne Karte bekommen haben. Wo sind wir denn hier? Wen haben wir denn gerade? Ah, auf der zweiten Seite müsste das sein dann. Ja, hier ist auch schon Karte Nummer 24. Weihnachten ist doch schon vorbei. Albert Woffing, 1899 bis 1981. Berühmter Magie-Theoretiker. Okay, wieder was gelernt. Lesen? Ja, ich lese das auf jeden Fall hier immer. Gibt es in Lego Harry Potter Abschlussprüfungen? Nope. Werde ich die Narbe los sein an meiner Hand? Ich weiß nicht mehr, ob das Narben geben wird. Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich wird es tatsächlich ein bisschen Narben geben. Aber eigentlich, mich stört das nicht so. Bin ja jetzt hier nicht Handmodel oder so. Auch wenn ich ab und zu mal auf Instagram, oh nein. Ein Bild poste. Wo man meine Hand sieht. Oh nein. Wie werden wir denn Peeves los? Ah, der ist automatisch jetzt ausgewählt. Komm her, Peeves, komm her. Oh, jetzt wirft er auch noch Zeug hier. Das explodiert bestimmt auch noch. Nimm das, Peeves! Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Ah ja, wir haben ihn besiegt. So, vorsichtshalber nochmal auf alle Regale hier draufhauen. Habe ich Süßigkeiten? Nee, ich habe keine Süßigkeiten. Oh, Whitey ist da. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch mit im Chat bist. Vor dem hast du immer so Angst gehabt vor dem Peeves, echt. Aber der ist auch ein bisschen gruselig, ist auf jeden Fall. Quack, quack. Quack, quack. Quack, 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 quack. Oder hätte ich den anzaubern müssen oder muss ich da einfach nur reinlaufen? Ich glaube, es reicht, wenn ich reinlaufe, oder? Hey, Harry! Hast du die 25 Bohnen für uns? Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Nein, haben wir nicht. Ich will gar nicht wissen, was ihr hier in die Luft jagen wollt. Aber eigentlich wollen wir uns dabei unterstützen, weil eigentlich haben die beiden immer witzige Ideen.
verdiene ich beim Prime Sub genauso viel wie beim normalen Sub. Ich glaube tatsächlich nicht. Das Problem ist, es wird einem nicht angezeigt, wie viele Prime Subs man, glaube ich, hat in den Statistiken hier. Aber es wird einem angezeigt, wie viele normale Subs man hat. Von daher kann man sehen, wie viel man pro normales Sub verdient, aber nicht pro Prime Sub. Verbessere mich, wenn es anders ist, aber ehrlich gesagt ist mir das auch gerade ziemlich egal. So, wir wollen nämlich hier was abliefern bei euch. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Dieser Move. Danke für deine Hilfe, Harry. Ah, der Move war geil von denen, oder? Oh, dankeschön. Dankeschön fürs Trinkgeld. Vielen Dank dafür. Oh, gleich mal die Herzen im Chat. Sehr gut, so gehört sich das. Ihr habt eine neue Zauberkarte bekommen. JW, YouTube ist auch mit dabei. Ach ja, ich soll ja hüpfen für jeden. So, bitteschön. Es wurde auch für dich gehüpft. So, gucken wir mal, was wir für eine schöne Zauberkarte hier bekommen haben. Wir haben bekommen Ulrich der komische Kauz, Mittelalter, Daten unbekannt, sehr exzentrischer Zauberer, der eine Qualle als Kopfbedeckung trug. Okay, dann holen wir uns einfach mal eine Qualle als Kopfbedeckung. Was zur Hölle ist da gerade schon wieder passiert? Scorpio Ass hat 5 Stufe 1 Community Geschenk-Abos verteilt. 5 gleich! 5! Oh mein Gott! Oh mein Gott, cool, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank für deine großzügige Gabe an die Community hier. Da haut die Community natürlich verdientermaßen hier die Herzen raus. Ja, cool, cool. Sehr, sehr cool, vielen Dank dafür. So, oh, schon wieder Hedwig am Start hier. Mit neuen Nachrichten, ich nehme an wieder von Hermine. Harry, wenn du zu spät zum Kräuterunterricht kommst, wird Gryffindor wertvolle Hauspunkte verlieren. Also beeil dich, Hermine. Ich sehe unten rechts keinen Timer, von daher können wir uns Zeit lassen. Oh, wer ist hinter diesem Bild versteckt? Was? Ein Bild, hinter dem nichts ist. Ich bin enttäuscht. So, welche Richtung müssen wir denn überhaupt gehen? Da ist Neville da vorne. Mit seinem Vergissmeinnicht oder wie das Ding hieß. Das ist echt cool, dass hier so viele... Ich finde, sie hätten die Bilder zumindest noch beweglich machen können. Hätten sie irgendwie GIFs machen können oder so. Oh nein. Hey, Potter! Magst du Überraschungen? Malfoy hat ein Geschenk für dich. Du solltest besser vorsichtig sein, Potter. Die Slytherins können die Gryffindors nicht ausstehen. Madmax 2808, herzlich willkommen und Wassermarsch nochmal, Prost. GIFs in 2001, gab's in 2001 noch keine GIFs? Okay, die lacht ein bisschen besorgniserregend. Hier können wir auf jeden Fall noch aufmachen, hier kriegen wir auf jeden Fall gleich noch ein paar schöne Böhnchen hier, wunderbar. Achso, für 4200 Follower springen? Ja, nee, dann bin ich ein bisschen lange hier mit Springen beschäftigt. Das könnt ihr mir nicht antun. Hier ist schon wieder eine Nachricht. Ah, hier sind wir im Anfangsbereich. Hier geht's... okay. Was steht hier? Ah, nee, hier ist der Speicherpunkt. Ah, okay, hier kommen wir dann eh weiter. Ah, wir müssen da unten weiter. Okay, nee, dann gehen wir nochmal den anderen Weg außenrum. Wir wollen ja hier keinen Weg verpassen. Es wurden tatsächlich Szenen mit Peeves gedreht, die haben es aber nicht in den Film geschafft und der Schauspieler ist vor Release des Films gestorben. Oh, naja gut, das war ja auch ein Geist. Naja, egal. Er weiß also nicht mal, dass er nicht in den Film geschafft hat. Das ist bitter auf jeden Fall. Hallo Harry, ich bin Neville Longbottom. Das ist mein Erinner mich. Es erinnert mich an alles, was ich vergessen habe zu tun. Oh, es sagt mir, dass wir gleich Kräuterkunde haben. Oh, da hätte ich beinahe etwas vergessen. Nimm dich vor Draco Malfoy in Acht. Er ist eben hier herumgeschlichen. Oh, erst einmal strecken hier. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Stimmt, ja, hier stimmt das wirklich, wenn man sie einsammelt. Ja, da hast du recht. Das ist richtig. So, können wir gleich hier nochmal testen. Was? Kein Böhnchen? Na, habt ihr es gehört? Da, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Das ist das Motto auf jeden Fall hier. So, Neville, Kräuterkunde ist angesagt. Ah, genau, jetzt kommen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite unten. Ja, jetzt kommen wir hier raus. Perfekt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Potter im ganzen Land? Du, Harry, denn der Rest deiner Familie ist tot. So, mal nach da oben. Da geht's noch hoch. Wow, hier muss man ganz schön knapp springen. Ja, richtige Sprungpassage hier. Oh, sogar mit Schloss ist hier auch noch am Ende. Ja, gerade so, dass wir es hochgeschafft haben. Hallo,
Wann spiele ich wieder Herr der Ringe? Bald spiele ich wieder Herr der Ringe. Ich werde nächste Woche wahrscheinlich zweimal Herr der Ringe streamen. Oh, blaue Böhnchen auf jeden Fall. Die bringen auch alle nur einer. Okay, wir haben auf jeden Fall eine neue Zaubererkarte freigeschaltet. Welchen Zauberer haben wir hier geholt? Gleich mal nachgucken hier. Wie schaut es euch mit den Punkten aus? Oh, Slytherin führt hier momentan noch ziemlich deutlich, aber wir sind immerhin auf Platz 2 mit den Punkten. Am Ende hat der vom ersten Jahr hat Slytherin in meiner Erinnerung auch geführt, bevor dann irgendwie gewisse Bonuspunkte vergeben worden sind. So, du bist also unser Neuer. Du bist nämlich Darren Schimpling, geboren 1912, verspeist eine ganze Venemosa Tentacula, ist wahrscheinlich irgendeine Spinne, oder? Und überlebte, obwohl er danach violett wurde und es für immer blieb. Das ist witzig, diese kleinen Geschichten hier. Eigentlich ganz cool, die einzusammeln, oder? So, jetzt können wir gleich mal testen, ob wir Falldamage bekommen. Ah! Naja. Nee, noch haben wir keinen Falldamage bekommen hier. Aber es gibt, glaube ich, Falldamage, okay. Da ist eine Pflanze? Wo ist eine Pflanze? Keine Pflanze gesehen hier. Ich sehe hier nur auf jeden Fall eine Vase, die wir kaputt machen können. Hier soll irgendwo ein Geheimraum sein und ich werde der Erste sein, der ihn findet. Hm. Der Erste nach mir, mein lieber Slytherin-Freund. Mehr Böhnchen. Und hier holen wir auch noch das Böhnchen. Tentacula-Spinne? Nee, Tentacula. Nee, das passt nicht. Ten ist ja eine Tentakel. Hm. Spinne ist es, ich glaube, es war irgend so ein Tintenfisch oder sowas in die Richtung war das, glaube ich. Also ein Oktopus. Nur mit 10 Armen vielleicht. Na, sieh mal einer an. Du schon wieder, Potter. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Oh, Schluchz. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang! Kann ich den bitte angreifen? Ah, muss ich näher ran wahrscheinlich, damit ich ihn angreifen kann. Oder? Kann ich die irgendwie... Irgendwie checke ich noch nicht so recht, was ich hier machen muss, um ihn zu besiegen. Angreifen kann ich ihn auf jeden Fall nicht. Hm. Also, eine Pflanze ist das Ding auf jeden Fall. Ah, wir können die Dinger zurückwerfen. Okay. Ah, okay. Au. Oh nein, wir haben zum ersten Mal Schaden bekommen hier. Gegen den fiesen Malfoy. Bam. Kriegst du zurück hier. Bam. Direkt in dein Gesicht. Aua. Mit dir kann man richtig viel Spaß haben. Verfluchter Potter. Das nächste Mal kommst du mir nicht so einfach davon. Angst, Malfoy. Draco Malfoy. Okay. Alles klar. Ah, da ist war da nicht vorhin noch ein anderes Bild, wo wir letztes Mal hier waren? Da war doch noch der, den ihr als Martin Luther gesehen hattet. Hm, seltsam. Okay. Vielleicht bin ich zu nah dran, oder? Egal, wir sollen hier wahrscheinlich hingehen, nehme ich an. Kann ich die. Nee, kann ich einfach nur so einsammeln, die Dinger. Okay. Eine fleischfressende Pflanze ist die Venemosa Tentacula. Okay, gut. Wieder was gelernt. Harry, hier drüben. Oh, Hagrid. Hallo, Harry. Ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Deine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Nein, der hat nicht Draco am Stecken. können wir hier. Oh, da ist auch noch irgendwas. Irgendwas. Er hat auf jeden Fall gerade gezaubert. Irgendwas können wir da gleich machen. Ah, oh. Oh, wir können hier gleich den ganzen Brunnen verschieben und finden dahinter einen Geheimgang. Oh, sehr schön. Gleich die nächste Truhe geholt. Hagrid klingt wie Kid. Echt? Oh, noch ein Frosch mehr für uns. Was bringen uns die Frösche eigentlich? Bringen die auch nochmal Bertie Botts Bohnen? Irgendwie ist mir noch nicht sogar klar, ganz klar, was die Frösche bringen. Geheimgang? Nee.
So, Hagrid macht auf jeden Fall die Hecken hier schön. Deswegen heißt doch Hagrid, weil er mal die Hecken schön schneidet. Okay, lassen wir das. Gehen wir lieber weiter, bevor es noch unterirdischer wird. Oh, eine Blume. Nein, ich kann sie nicht kaputt machen. Ich kann sie auch nicht essen. Oh, hier hinten ist doch bestimmt was. Nein, hier ist nichts versteckt. Okay, okay. Ah, Lebensenergie bringen die Frösche. Sehr gut. Was hast du uns noch zu sagen? Mach dich auf den Weg zum Unterricht, Potter. Ist das Percy Weasley? Du hast hier nichts zu suchen, Potter. Geh zu deinem Unterricht. Ich möchte da aber was zu suchen haben. Der Witz war lost, fandest du. Cap 08, 07 sind auf jeden Fall mit dabei. Meine Roof ist mit dabei und Ginger 1989 sind auch noch mit dabei. Er reitet Hecken, deswegen Hagrid. Ja, das kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. So, da ist Hermine, da müssen wir nämlich hin, dann schauen wir erstmal, was es hier gibt. Aber hier lassen uns die fiesen Leute schon wieder nicht rein, habe ich das Gefühl. Oder? Der böse Slytherin sagt hier, dass wir nicht rein dürfen. Ist es so oder ist es so? Mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, Potter. Du kennst ja noch nicht mal die Quidditch-Regeln. Okay, also hier können wir irgendwann Quidditch spielen, wobei das hier eher... Ah, hier geht's nur Quidditch-Dings. Okay, alles klar. Na, das lernen wir noch früh genug wahrscheinlich. So, Wave Joker Bow ist auf jeden Fall mit am Start. Mache ich noch was mit dem Len 16 und dem Jokers? Wir haben doch jetzt gerade eben erst mit dem Len 16 Mario Kart 8 gespielt zum Beispiel hier. Natürlich mache ich noch was mit denen. Selbstverständlich. Immerhin bleibe ich meinem Humor treu. Ja, auf jeden Fall. Der Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Ich warte hier auf Neville. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Ja, Hermine, mach halt noch mehr Stress hier. Wave Jokerbo, herzlich willkommen auf jeden Fall. Dog, it's not long. Hier ist vielleicht noch ein Geheimgang oder so. Oh, ein Flipendo. Drache. Ja, sieht nach Drache aus. Ich mag Drachen. Konnten wir aber auch nur einen Flipendo hier kurz auslösen und dann gehen wir hier auch schon weiter. Oh, läuft bei denen da vorne. Können wir doch bestimmt auch wieder irgendwas da wegzaubern oder so. Nee, da nicht. Schade, dann nicht. Dann laufen wir halt hier weiter. Oh, Feuerschnecken. Können wir die anzaubern? Werden wir gleich rausfinden. Vielleicht würde sich Ron ja mit den Schnecken verstehen. Wir können die kurz aufhalten. Ah, okay. Warum geht's hier nicht auf? Wir müssen dann quasi an der hier vorbei. So, Frosch, geh mal kurz weg hier. Harry, da oben drauf. Genau, da oben drauf, da oben drauf, da oben drauf. Ah, die müssen wir beide aktivieren hier. Beide Seiten, Wenn wir die beiden Seiten aktiviert haben, dann geht da hoffentlich die... Ah, dann geht's hier auch auf. Sehr gut, sehr gut. Ich habe das verstanden. Ich habe das Rätsel verstanden, wenn es, wenn man sowas als Rätsel hier bezeichnen kann. Ja. Harry, da oben sollst du drauf. Ja, genau so. Ab Teil 7 wird Percy besser. Alles klar. Aber es war schon Percy gerade eben, oder? Habe ich schon richtig erkannt? Ja, Schnecken. Ich esse keine Schnecken. Ich habe in meinem Leben tatsächlich auch noch nie Schnecken gegessen. Habt ihr schon mal Schnecken gegessen? Ist ja in Frankreich ist es zum Beispiel so eine Spezialität, Schnecken. Aber ich konnte mich dazu noch nicht durchringen. So. Na dann, feuern wir nochmal hier drauf und öffnen damit auch die letzte Türe. Ohne Schaden zu nehmen, schaffen wir es an den Schnecken vorbei. Holen uns. Oh, die Wand sieht doch auch aus, als könnte man da noch irgendwas zaubern. Nein? Diese vier Dinger, die sehen doch. Oder die drei Steine hier sehen doch so aus, als könnte man da irgendwas zaubern. Naja, dann halt nicht. Schnecken. Oh, da haben tatsächlich schon welche Schnecken gegessen. Oh, interessant. Aber der Großteil hat, glaube ich, nicht Schnecken gegessen, wenn ich das hier richtig sehe. Nicht so dein Fall, okay. Ich glaube, mein Fall wären sie auch nicht so, aber. Ja. Ich weiß nicht, wenn sie vielleicht gut gemacht sind. Keine Ahnung. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie die schmecken. Vielleicht, irgendwann werde ich sie auf jeden Fall noch probieren. Das habe ich auf jeden Fall noch vor. Whitey isst Schnecken. Na klar. Whitey hat es ja auch drauf mit dem Kochen. Also schon mal Schnecken gekocht, Whitey? Das wäre jetzt meine Frage. Du hast noch keine französische Spezialität gegessen? Noch gar keine? Noch nicht mal... Oh, sind das die Pflanzen, von denen von die Regel war? Die Fleischfressenden? Hast du noch nicht mal ein Baguette gegessen oder ein Croissant oder so? Ui, jetzt kriegen wir ganz schön viel Lebensenergie hier. Aber gut, die brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir ja an den Schnecken vorbeigekommen sind. Ah, Whitey hat auch schon mal Schnecken gemacht. Alles klar. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du das noch nicht gemacht hast. So.
Können wir euch irgendwie ausschalten? Ne, bei euch können wir nur so vorbei. Alles klar. Gemeinsam mit Patty Fries 99 können wir hier vorbei. Eben. Whitey hat auch einen Kochkanal. Da kann er doch mal Schnecken machen. Wenn ihr Whiteys Kochkanal noch nicht kennt, schaut bei YouTube nach Ego Cooking. Admiral Red 44 ist auch mit am Start hier. Sehr gut. Wenn der Whitey hier schon keine Werbung machen kann, dann mache ich Werbung für ihn. Hier ist doch noch ein versteckter Drache. Oh, der dreht sich sogar. Ein weiterer Geheimgang öffnet sich. Wo kommen wir hier hin? Sterne gab es hier noch gar nicht so viele in dem Level hier. Ist das nur für den hier oder ist da... irgendwas hat sich wieder gedreht hinter uns. Hoffentlich kommen wir wieder raus hier. Achso, du sprichst nicht auf genießbare Spezialitäten an, auf französische... Achso. Baguette, Quiche, Croissant, so hast du schon gegessen. Schnecken und... Stimmt, Froschschenkel gibt's auch noch. Habe ich auch nie gegessen. Irgendwie zaubert da hier nicht drauf. Für was sind wir hier hintergegangen? Hier gibt's doch gar nichts. Genau, damit Ego nicht unter der Brücke schlafen muss, muss ich hier Werbung für ihn machen. Ja, irgendwie tut sich hier nichts. Also ich kann ihn zwar anzaubern, aber das bringt nichts. Was ist mein Lieblings-Harry Potter-Teil? Wie gesagt, ich muss die jetzt alle nochmal anschauen. Ich habe jetzt die ersten vier, habe ich jetzt wegen dem Lego-Spiel nochmal angeschaut gehabt. Also bis Hogwarts Legacy will ich mir die anderen auch nochmal anschauen. Und danach kann ich dann vielleicht auch ein Urteil fällen, welcher mir wieder am besten gefällt. Wie gesagt, ich habe sie alle schon mal gesehen gehabt, aber ist halt schon eine ganze Weile her. Schneckenkochen wird bestimmt auf YouTube gebannt. Nö, glaube ich nicht. Warum sollte das gebannt werden? Außer es sind Nacktschnecken. Ah, okay. Unwitzig. Hier ist auch nichts. Echt nicht? Ah, schade. Du magst Teil 3 am liebsten. Okay. Teil 3. Oh, Teil 3 fand ich gar nicht mal so gut, muss ich sagen. So. Lebensenergie verloren, von der Pflanze gebissen worden und direkt im Anschluss gleich wieder leben. Ah, die beißen zweimal. Fiese Sache. Warum beißen die zweimal? Hab ich Sky? Nee, Sky habe ich nicht. Sky habe ich tatsächlich nicht. Die Frage, müssen wir hier weiter, oder? Okay, ihr beißt immer zweimal. Bei Sky gibt es auch... ein paar Sachen wird es sicher geben, die ich mir anschauen würde, aber... So viel dann auch nicht. Nur einmal. Zweimal. Beißt noch ein zweites Mal. Ja! Sehr gut. Ah, hier können wir das Wasser hier ausmachen. Nehme ich mal an, irgendwie. So... Okay, und damit öffnet sich jetzt wahrscheinlich eine weitere Tür. Ah, sehr gut. Teil 3 ist langweilig, findest du? Okay. So, dann mal hier rüber. Einmal, zweimal gebissen. Gerade noch vorbeigekommen hier. In der fiesen... Oh, ja toll, bin ich hingelaufen, um Lebensenergie zu holen und dann werde ich gleich wieder gebissen. Einmal, zweimal gebissen. Nice. Dann schauen wir, wo es hier noch weitergeht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das... ob dieser andere Weg, der da vorhin noch auf dem Weg war, ob das vielleicht der richtige Weg gewesen wäre. Hier gibt es gerade zu viele Möglichkeiten. Hier geht es zum Gewächshaus. Ne, dann müssen wir nochmal zurück. Dann müssen wir nochmal kurz zurückgehen und da auf die linke Seite rüberschauen, wenn es da zum Gewächshaus geht. Werde ich Hogwarts Legacy let's playen? Ja, habe ich natürlich vor zu let's playen, Hogwarts Legacy. Wird, glaube ich, auch... könnte ziemlich cool werden, Hogwarts Legacy. So. In der Vergangenheit von Hogwarts ein bisschen spielen. Lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Glaube ich, kann man auch echt cooler Stream-Projekt machen. Ist ja ein bisschen mehr Rollenspiel, dann kann man euch so ein bisschen mehr noch einbinden und so. Ist, glaube ich, eine ganz geile Sache. Also werde ich wahrscheinlich dann auch auf Twitch auf jeden Fall streamen, das Ganze. Okay. Was war noch eine Kiste gerade? Ne, die haben wir schon aufgemacht, da sind wir hergekommen. Nope, dann gehen wir hier nach da oben weiter, wo wir hin müssen. Wo das Gewächshaus ist, wo wahrscheinlich die Alraunen... uns gleich etwas ins Ohr flüstern werden. Du beißt nur einmal? Du beißt echt nur einmal? Manche beißen einmal, manche beißen zweimal. Ja. Ja, du beißt natürlich genau, wenn ich da vorbei... Man kann auch so vorbeilaufen, ohne dass man gebissen wird. Ah, sehr gut, sehr gut. Lord Hans von Hansen. Hans 2 ist auf jeden Fall soeben Drabo-Follower geworden. Herzlich willkommen, man. Ist mal wieder zum Anbeißen hier. Ja, anscheinend bin ich hier ein Imbiss. Aber nein, Hogwarts ist sowieso so, von wegen sicherer Ort und so. Das sind einfach mal fleischfressende Pflanzen und wenn man einfach nur zum normalen Kräuterkundeunterricht gehen will, dann muss man an fleischfressenden Pflanzen vorbei. Was ist denn das hier, bitteschön? So, hier nochmal rein.
Was ist mein Lieblings-Handyspiel? Boah, wie gesagt, ich spiele hier auf dem Handy überhaupt nicht. Ich glaube, das einzige Spiel, was ich auf dem Handy habe, ist Doodle Jump. Ah. Die kennen viele Geheimwege. Hey, hast du 25 Bohnen gesammelt? Klar, wir haben immer genügend Bohnen für euch. Danke für deine Hilfe, Harry. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Das hat keinen Multiplayer, glaube ich, Hogwarts Legacy bis jetzt. Habe ich jedenfalls nichts von gehört gehabt. So, dann sammeln wir das hier mal ein. Was bist du denn, Schönes? Du bist, was du isst. Nee, du bist eine weitere Karte. Ein weiterer, wie schaut's momentan mit unseren... Wir liegen immer noch hinter Slytherin, leider. Oh, da haben wir einen übersehen gehabt. Nee, der ist hier erst aufgetaucht. Okay, Godric Gryffindor, höchstpersönlich ist das hier. Der sieht eher aus wie der Typ von der Prinzenrolle. Mittelalter, Daten unbekannt, Mitbegründer von Hogwarts. Nach ihm wurde eines der vier Häuser benannt. Ich bin immer noch aus, dass immer noch das hier aussieht wie der Typ von der Prinzenrolle. Okay, hier an der Seite gibt's glaube ich nichts mehr. Na dann, schauen wir mal, dass wir hier nicht zu spät kommen, sonst schimpft uns Hermine. Willkommen beim Unterricht. Ich bin Professor Sprout. Heute wollen wir den Incendio-Zauber lernen. Man kann ihn gegen alle möglichen gefährlichen Pflanzen anwenden. Sieh okay. dir das korrekte Incendio-Symbol ganz genau an. Halte die Maustaste gedrückt und male das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Oh nee, das ist ja noch fieser. Die anderen Sachen waren leichter, aber hier so runde Sachen, oh, das kann ja mal heiter werden. Hier, oh, ich kribbel mich hier schon wieder. Oh nee, ey, nee. Ja, für 50% dürfte es reichen, glaube ich. Ja, für 50% reicht es auf jeden Fall. Incendio! Für einen Zauberer im ersten Schuljahr war das gar nicht so schlecht, Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Versuche es dieses Mal etwas schneller hinzubekommen. Sie sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Genau, 24-Stunden-Video, nur diesen Sound hier. Von diesen wunderbaren Zaubergeräuschen hier. Also der Sound ist echt aus der Hölle. Uff, ob das 65% sind, ich bin mir nicht sicher. Nein, es wird... Doch, es reicht. Oh, knapp, ganz knapp. Gut gemacht, Harry. Aus dir könnte mal was werden. 10 Punkte für Gryffindor. Versuche es dieses Mal etwas schneller hinzubekommen. Noch schneller. Oh, nee. Uiuiui, gar nicht so einfach hier. Oh, nee, das war nicht gut hier. Das war nicht gut, Harry. Oh, schlecht, ganz schlecht. Oh, nee, 80% waren das definitiv nicht. Das waren keine 80%. Uiuiuiui. Du stehst ein bisschen zu weit von der Markierung entfernt, Harry. Naja, immerhin 15 Punkte geholt für Gryffindor. Muss reichen. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.